Herzlich willkommen zum neuen, sehr wichtigen Video. Es geht um die Subparts und was ab dem Jahr 25 damit passiert. Ja, es gibt eine große Frage, die stellt nicht nur der Kunde, also der Anwender von Alpern, die stellt sich auch der Hersteller und auch mein Vertriebspartner CS Concept und natürlich ich mich auch oder die ganze Subgrid GmbH stellt sich natürlich eine Frage: Wann werden die Subparts für den Anwender kostenpflichtig? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn wer die Subparts schon mal ausprobiert hat, der weiß, das sind nicht bloß einfach dumme Einbauteile, nein, das sind professionelle und für den Anwender zugeschnittene Einbauteilgeneratoren. Die Detaillierungsgrad und im Intelligenzgrad, sage ich jetzt einfach mal, der Situation angepasst werden können. Und sind dann auch nur Hersteller- und einbauteilübergreifend auswertbar, zusammen mit den benutzerdefinierten Einbauteilen. Und dass dieses System und diese Pflege natürlich nicht kostenfrei gepflegt werden kann, ist irgendwo klar. Und natürlich irgendwo muss diese Finanzierung herkommen. Stellen wir uns mal vor, das wären die verschiedenen Hersteller, die es so auf dem Markt gibt. Und es gibt natürlich einige Hersteller, die bereits in einer Partnerschaft mit der Subgrid sind. Und hoffentlich auch noch bleiben. Und dann gibt es natürlich Hersteller, die nicht in der Partnerschaft dabei sind. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir Subparts Free und Subparts Expansion erstellen. Das heißt, diese finanziell unterstützten Subparts, die auch zusätzlich mit einer Partnerschaft noch unterlegt sind, bleiben für den Anwender frei. Und es gibt dann mögliche Subparts, die entwickelt werden von vielleicht anderen Herstellern oder von denselben Herstellern, bloß die wurden vielleicht nicht finanziell unterstützt und werden auch angeboten, aber unter Subparts Expansion und werden dann unter einer Subscription, also unter einer Mietlizenz, vermarktet. Das könnte dann so aussehen, also diese Produkte bleiben kostenfrei, hier gibt es eine Subscription, also eine Mietlizenz und da gibt es einen Subpart dafür. Wie schaut das Ganze aus, wenn jemand keine Subscription-Lizenz hat und einfach die Subparts kostenfrei nutzen oder testen möchte? Dann schaut das Ganze so aus. Ich nehme jetzt einfach mal einen neutralen Generator, wo ich keine Hersteller eigentlich hinzufüge. Aber für dieses Beispiel passt das gerade. Ich nehme jetzt einfach mal die 6-Grad-Schraube und es würde zum Beispiel ein Hersteller A das Ganze finanziell unterstützen. Dann bleibt das Ganze im Subparts Free. Und der Link für den unterstützten Hersteller wird auch an einer markanten Stelle angelegt. Das heißt, wenn ihr dann da drauf klickt, dann wisst ihr genau, aha, Hersteller A unterstützt das ganze System, super, sind wir froh drum, kostet uns nichts und wir können das kostenfrei nutzen, wunderbar. Würde man aber auf den Hersteller B ausweichen wollen und hat keine Subpart Expansion Lizenz, dann würde das Ganze so aussehen, dass hier keine Submaske geöffnet wird oder zumindest der Teil für die Parameter, aber man kann die Expansion-Lizenzierung über dieses Angebot anfordern. Zusätzlich wird jeder Kunde im Dezember, ziemlich zu Beginn des Dezembers, informiert, welche Hersteller denn im nächsten Jahr als Partnerschaft wieder dabei sind. Natürlich werden dann auch die Einbauteile mit angegeben, die es in den System geben wird im nächsten Jahr. Und es wird jedes Einbauteil deklariert, ob es im Free- oder im Expansion-Modus erhältlich sein wird. So kann sich jeder selber für das nächste Jahr Gedanken machen, möchte ich nicht eine Expansion-Lizenz oder möchte ich keine. Die Expansion-Lizenz, die wird immer bis zum Ende des Jahres gültig sein. Das heißt, es wird jedes neue Kalenderjahr neu ausgewürfelt sozusagen und jeder kann sich das selber überlegen, ob er die denn braucht oder eben nicht. Wie läuft das Ganze dann ab? Die Vermarktung und die Abwicklung verläuft über den Alpland-Vertrieb aus Süddeutschland, CS Concept, weil ich einfach empfinde, dass die CS Concept sehr stark in der Tragwerksplanung und im Ingenieurbau aufgestellt ist und fühle mich da eigentlich gut aufgehoben und zu Hause und da ist auch ein gewisses Urvertrauen dabei. Das heißt, wenn der Kunde jetzt sich für die Expansion-Version entscheidet und mit CS Concept sich einig wird,
Dann wird die CS Concept alle nötigen Daten an die Subgrade weitergeben. Die Subgrade wird dann kurzerhand ein kleines Tool erstellen und schickt es zurück an die CS Concept. Das passiert innerhalb weniger Minuten, würde ich sagen, also noch am selben Abwicklungstag. Und das wird dann dem Kunden bereitgestellt, dieses kleine Tool, und schaltet dann die Expansion Support Version frei. Das war's auch schon. Ich glaube, damit wird klar, dass die Supports jetzt noch transparenter von den Kosten sind, dass es auch Hersteller geben wird, die sehr häufig angefragt werden, oder auch Produkte von Herstellern, die vielleicht jetzt noch nicht finanziell unterstützt werden. Und dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr noch eine größere Produktvielfalt habt und noch eine größere Hebelwirkung auf die Hersteller. Denn nichts ist ja den Hersteller wichtiger, dass auch beim Ingenieur das Ganze ankommt und dass der das verwendet. Und wenn ihr genug Masse habt, habt ihr auch einen riesen Hebel, da etwas zu bewirken. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt es mir einfach über die info@subgrade.academy oder ruft mich einfach an unter der Nummer 08464 246 9946. Ich stehe euch jederzeit zur Verfügung für alle Fragen und würde mich natürlich über ein Feedback freuen. Danke, Servus, Ciao, euer Peter.